Inwiefern wirken sich die kurze Vorbereitungszeit, die schon angeklungen ist, und das leere Stadion auf die Vorgaben Lucien als Trainer beziehungsweise den Spielstil der Mannschaft aus? Und Lucien, wie wird es auch für dich gegebenenfalls mit Maske am Spielfeldrand coachen zu müssen? Ich denke, diese Situation ist eine große Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften. Aber das wissen wir, das ist unser Job. So, und mit Maske an der Linie, wir müssen das machen. Das ist so. Ist kein großes Problem. Ich denke am Ende. Aber es wäre besser ohne das, das ist klar. Fußball ähnelt in manchen Bereichen einer Wissenschaft, ist in anderen nur bedingt planbar und lebt beim Restart der Liga jetzt von ganz vielen Unwägbarkeiten. Wird die Improvisationsfähigkeit der Borussia jetzt ein ähnlich wichtiger Erfolgsfaktor wie zum Beispiel eine stabile Defensive? Ja, komische Frage. Ich glaube, wir brauchen sehr viel. Es ist natürlich anders, es ist strange, es ist fremd. Und jetzt gerade so ein Derby ohne Zuschauer, da blutet einem das Herz. Da brauchen wir uns doch nichts vormachen. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals in der Geschichte gab, dass wir gegen Schalke ohne Zuschauer gespielt haben. Aber es ist, wie es ist. Das ist für uns im Moment der Best Case. Was wir sicherlich brauchen, ist, wenn die Südtribüne nicht da ist, wenn unsere Fans nicht da sind, ein höheres Maß an Eigenmotivation, an Eigendynamik, um am Samstag erfolgreich zu sein. In Deutschland, wir sind es war sehr, sehr gut. Deutschland hat sehr gut gemacht. Sie waren besser vorbereitet als ganze Europa. Und in Frankreich, weiß ich, es ist ganz anders. Es ist härter, viel härter, weil ja, sie waren ein wenig, ja, Deutschland war früher bereit und hat das sehr, sehr gut gemacht. Und das war wichtig auch für alle. Ich glaube, dass die rein wirtschaftlichen Auswirkungen auf den BVB, auf die Bundesliga, ich glaube, auf jeden Verein in Fußball-Europa immens sind und groß sind. Fehlende Zuschauereinnahmen etc. In manchen Ligen hat es einen Abbruch gegeben. Das ist sehr schwer prognostizierbar. Was man sicher sagen kann, es wird kein Boomjahr geben. Wir halten uns auch zurück, was die Ausgabensituation angeht. Wir schauen schon, wo können wir auch Kosten reduzieren für die kommende Saison. Das ist einfach das Gebot der Stunde, ob man will oder nicht.